So, hallo Leute, ich bin Andreas von Absolute Zero HD. Diesmal mit einem Tutorial zu dem Spiel Cube World, beziehungsweise nicht zu dem Spiel direkt, sondern zu ja, ein paar Programmen, mit denen ihr die .cob-Dateien von dem Spiel bearbeiten könnt. Ja, ich benutze dafür den Asset Manager, Cube World Asset Browser, dann den Cube World Model Editor und den CW Launcher. Die Download-Links zu allen Programmen findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde jetzt nicht zeigen, wie man eine Datei runterlädt. Das ist wirklich unnötig. Das sind die dümmsten Tutorials überhaupt. Also, das werdet ihr wohl schaffen. Einfach auf den Link klicken und dann runterladen. Hoffentlich schafft ihr das. Ich bin stolz auf euch. So, also, das erste, was ihr machen müsst, ist erstmal den Cube World Asset Browser öffnen. Irgendwo hin tun, das ist egal. Das muss nicht unbedingt im Cube World Ordner sein. Ihr müsst erstmal File open und dann den Ordner finden, in dem ihr Cube World habt. Das ist bei mir hier. Dann öffnet ihr das und dann kommt das hier: Data 1, 2, 3 und 4. Was für uns wichtig ist, ist Data 1, denn wie man sieht ja eigentlich, sind hier die ganzen .cob-Dateien. Die ganzen anderen, Data 2, 3, 4, die könnten auch interessant sein. Da sind zum Beispiel die ganzen Audiodateien, PNG-Dateien, das sind keine Ahnung, alle Partikel und sowas. Und das weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe mir das gar nicht angeguckt. Aber wir beschäftigen uns mit Data 1. Das ist hier dieses Zeug hier alles. So, erstmal müssen wir überhaupt denken, was wollen wir bearbeiten? Also, .cob-Dateien sind eigentlich alles, was irgendwie 3D-fähig in dem Spiel ist. Alles, was aus Würfeln besteht, ist alles eine COB-Datei. Zum Beispiel hier ein Alpaka. Da ein Alpaka-Body, das ist der Körper von dem Alpaka, der ist ja 3D-förmig. Den können wir zum Beispiel jetzt ja, extrahieren. Das ist ganz wichtig, weil wir müssen das irgendwie öffnen und dann halt irgendwie hier rein tun. Das ist egal, ich tue das zum Beispiel in den Asset-Browser-Ordner, wo auch das Programm selbst drin ist. Klicken wir auf Speichern und schon haben wir die einzelne Datei und nicht nur die Data 1. So, jetzt können wir mit dem Cube World Model Editor diese Datei, die wir gerade extrahiert haben, öffnen. Und what the fuck, ich habe gerade voll viele Frames. Aber egal, wir öffnen die Datei einfach und ja, ich habe mir schon ein paar hier runtergeladen, ich meine extrahiert. Wir nehmen jetzt zum Beispiel den Alpaka Body, den wir gerade eben geöffnet haben. Und das ist der Alpaka Body, halt der Body, nicht der Kopf und alles. Ja, das können wir jetzt bearbeiten und zwar, ich öffne mal irgendwas anderes. Der Alpaka ist dumm. Den Busch habe ich schon bearbeitet. Ich nehme mal hier den Kopf. Den habe ich noch nicht bearbeitet. Das ist zum Beispiel der Undead Head. Ja, den kann man jetzt bearbeiten, indem man mit Linksklick Blöcke setzt und mit Rechtsklick Blöcke entfernt. Mit Q kann man hier sowas machen. Also man kann ganz viel setzen. Oh Gott. Also mit Q und Linksklick kann man Blöcke setzen. Mit Q und Rechtsklick kann man genauso viele wieder entfernen. Nur aufpassen, dass man nicht so viele entfernt, wie ihr hier es gerade gesehen habt. Aber egal, das lassen wir jetzt einfach. Ah ja, man kann ja auch Unde machen und da muss man das ganz oft machen, weil ich dämlich bin. Man kann auch, glaube ich, nicht STRGZ drücken. Doch, kann man wohl. Okay, dann bin ich noch dämlicher. Oh Gott, nein, man muss es für jeden einzelnen Block machen. Also aufpassen mit diesem Q und Linksklick, weil. Dann müsst ihr halt hier den Block einzeln wegmachen. So. Kommen wir zu diesem Menü hier oben. Das habt ihr ja gerade gesehen. Das ist einfach nur eine neue Datei öffnen, eine bestehende Datei öffnen, eine Datei speichern und eine als irgendwas speichern. Also das typische Öffnen, Speichern, neues Zeug. Dann Undo und Redo kann man auch mit den ganz normalen Tastenkürzeln machen. Zum Beispiel jetzt mit STRGZ, wie ich gerade gezeigt habe, kann man rückgängig machen. Genau so, ja, das war jetzt sinnvoll. So, aber was uns jetzt interessiert, sind die Options, denn das sind nicht viele, aber es ist wohl ganz wichtig. Hier können wir zum Beispiel die Brush Color einstellen, das sind die Farben von den Blöcken, die wir setzen wollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier dieses tolle Rot hier auswählen und dann auf OK klicken, dann können wir jetzt diese roten Blöcke auch platzieren. Wir können auch C und Linksklick machen und dann zum Beispiel hier das Schwarz anklicken. Und dann können wir auch diese schwarzen Blöcke platzieren. Also das ist wieder das Pipetten-Tool von Kano, Paint oder was weiß ich. Also hier zum Beispiel wieder und dann können wir platzieren. Bam. C und Rechtsklick bringt einfach nichts. Macht einfach nichts. Okay. Ja. Das bringt einfach nichts. Ihr entfernt dadurch einfach nur keine Blöcke. Also ich klicke jetzt zum Beispiel.
Und drückt aber jetzt hin. Oh. Oh Gott, was habe ich gemacht? Oh, das wollte ich nicht. Okay, aber auf jeden Fall, C- und Rechtsklick, dumme Idee, macht eh nichts. Kommen wir zum Background Color, das ist eigentlich ziemlich sinnlos. Ihr ändert dadurch einfach nur das Background Color, denke ich mal. Ja, man drückt auf. Ja. Das muss ich nicht erklären, das ist einfach nur. Das ist klar. Okay, wir machen das einfach wieder schwarz, weil ich mag schwarz mehr. Okay, jetzt ein bisschen zu schwarz, aber egal, zu schwarz ist gut. Ja, mit Center View zentriert er einfach nur die Ansicht. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht sagen, das ist generell eigentlich ziemlich leicht hier alles. Toggle Wireframe, ja, dadurch entfernt ihr das Gitter, wodurch ihr halt so eine bessere Vorschau habt, wie es im Spiel aussehen wird. Weil im Spiel habt ihr das Gitter nicht mehr. Aber wenn ihr es bearbeitet, dann würde ich empfehlen, das Gitter zu öffnen. Man hat eine bessere Übersicht. Und das letzte ist Toggle Grid Extent. Das ist einfach nur, dass ihr dieses Gitter hier um euch drum ja, erweitert. Was aber wichtig ist, dass ihr nur in diesem grauen Feld hier bearbeiten könnt. Wenn ich zum Beispiel zu viele Blöcke platziere. Okay, ja, anscheinend nicht. Okay, aber auf dem Kopf jetzt nicht, aber in manchen Dateien geht das auf jeden Fall nicht. Im Kopf geht es anscheinend schon. Ich mach mal Toggle Grid Extent, ja. Ach so, nee, okay, so ist es. Also, wenn ihr es nicht anschaltet, dann könnt ihr das auch nicht größer machen, aber wenn wohl, dann. Ja, okay. Ja. Also, mit Toggle Grid Extent seht ihr das nicht nur, sondern könnt diese Gitter auch wirklich erweitern, indem ihr einfach nur Blöcke setzt. Und dann wird dieses Graue hier auch größer. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier mache und bla bla bla, dann werden wir das bald im Spiel sehen. Aber erstmal müssen wir das abspeichern. So, save. Und, keine Ahnung, jetzt irgendwas. Am besten mit der Datei, die es auch wirklich ist. Also, nicht am besten, sondern es muss der Dateiname sein. Wir speichern es einfach ab und beenden den CubeVault Model Editor. Ja, nachdem wir es abgespeichert haben, haben wir jetzt zwei Arten, diese Datei ins Spiel reinzubringen. Die erste ist, wir öffnen wieder den CubeVault Asset Browser und machen einfach Insert und können jetzt die Datei auswählen und da reinstopfen. Was dann aber wichtig ist, ihr dürft nicht den ganz normalen Launcher öffnen, sondern ihr müsst in den CubeVault Ordner gehen und die Cube.exe starten, sonst geht's nicht. Wenn ihr den Cube Launcher startet, dann patcht die Datei einfach neu, weil der Launcher dann sieht, ja, die Datei wurde verändert, die ist falsch. Und der updatet dann einfach nur auf die Standarddatei. Das ist schlecht, das wollt ihr nicht. Also macht ihr die Cube-Datei, dann wird auch nichts verändert und die Datei, die ihr gepatcht habt, die wird auch bleiben. Die zweite Möglichkeit ist der CW-Launcher, der ist nämlich besser, wenn ihr sofort mehrere Dateien reinstopfen wollt. Zum Beispiel hier, ich habe jetzt das Boat, einen Link, das ist ein Shell-Schwert und der Körper von dem Link von Zelda. Also der Link, nicht ein Weblink. Und Pineapple, das werdet ihr ja gleich sehen, das ist meine Kreation, die anderen beiden habe ich aus dem Internet runtergeladen. Ja, die kann man meistens bei Reddit finden, also bei Reddit auf der CubeWorld-Seite, also r/CubeWorld, findet ihr sehr viel, da posten sehr viele Leute einfach nur solche COB-Dateien oder halt im CubeWorld-Forum. Also ihr wählt einfach diese Dateien aus und stopft diese in die rechte Box hier und dann drückt ihr auf Skin und das kann sehr lange dauern, wie es hier auch steht, das may take a while, weil es gibt hier auch noch so eine tolle Konsole und hier wird jetzt alles gezeigt, was da alles gemacht wird. So, nachdem es fertig ist, sollte es so aussehen, die Konsole sollte das hier zeigen und es sollte auch dieses kleine Fenster mit Scanning Complete kommen. Da klicken wir auf OK, die Konsole können wir minimieren, nicht schließen, die ist wichtig, und dann auf Play drücken. Wenn ihr dann im Spiel seid, solltet ihr die Veränderungen auch merken können. Leider kann ich nur das Boot zeigen, den Link und die Pineapples, die gehen bei mir leider nicht irgendwie gerade, aber das Boot geht. So, und zwar, das ist das Boot. Man sieht, es sieht anders aus. Es ist das Boot von Wind Waker. Und ja, damit konnte ich halt so fett rumcruisen und gegen Wände fahren und auch an Land springen. Und, oder auch nicht, weil ihr einfach so zu schlecht dafür seid. Ja, also man sieht, man kann sehr viel damit machen. Was ich mit dem Pineapples demonstrieren wollte, war einfach nur Ananasse, die aussehen wie Penisse. Also, das war nur ein Beispiel. Ihr habt Möglichkeiten ohne Ende. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Euch sind keine Grenzen gesetzt und ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie das geht oder wusstet auch das vorher, aber das war unnötig, euch das Video anzuschauen, habt euch jetzt 10 Minuten eures Lebens verschwendet, aber okay. Ja, tschüss.